Ja, meine Leute, heute möchte ich euch den Enhanced Portals Mod vorstellen. Das ist eigentlich mal ein richtig geiler Mod. Und wie ihr hier seht, ist schon mal ein ganz normales Portal hier. Und da kann man auch... Warum leckt's jetzt so? Ja, da kann man ganz normal halt rein und in die Hölle. Und ja, mit diesem Mod kann man beliebig große Portale machen. Und auch in verschiedenen Formen und sowas. Und man kann sie färben, wie man hier... Also ich habe diese Wolle... nicht die Wolle... dieses Färbungsmittel in der Hand. Man muss einfach einen Rechtsklick mit der Farbe drauf machen. Sorry, dass es jetzt so leckt. Ich weiß nicht, warum das so leckt. Es leckt nur bei der Aufnahme gerade so. Also so ist weiß halt mit dem. Damit ist es gelb, rot, so. Und das ist, glaube ich, die normale Portalfarbe. Genau. Das hier anscheinend auch. Und dann gibt es noch dieses dunklere Blau. Und dann gibt es noch hier grün und braun. So, grün und da braun. So. Ja, also das ist schon mal sehr geil, dass man die färben kann. Und wir bauen uns jetzt mal hier ein größeres Portal. Einfach machen wir mal... ja, und was ich noch sagen muss, ihr dürft eigentlich keine anderen Mods installiert haben. Also ich habe jetzt noch Zombies Modpack installiert und Too Many Items hier. Das ist okay, aber wenn ihr noch andere Mods installiert habt, irgendwie... ja, mir fällt jetzt kein anderer gerade ein. Aber ja, dann ist es höchstwahrscheinlich so, dass die Farben, wenn ihr hier jetzt irgendwie Rechtsklick macht, dass es kein Weiß ist, sondern irgendwie gelb oder so. Das hatte ich nämlich vorhin ausprobiert und das ging nicht. Und ganz, ganz, ganz wichtig ist, wenn ihr mit einer freien Hand, also jetzt habe ich eine freie Hand, wenn ihr damit einen Rechtsklick auf das Portal macht, dann ist einmal Saving Chunks und Minecraft stürzt ab. Also keinen Rechtsklick machen. Ja, das ist so mein Tipp. Also ihr müsst dann einfach, wenn das passiert, einfach in Minecraft neu starten nochmal und dann klappt es auch wieder. So, wir haben jetzt hier mal so ein normales Portal gemacht. Das ist ein bisschen größer als das normale. Und das können wir jetzt ganz einfach anzünden. So. Und schon ist da ein Portal halt. Kann man auch wieder färben, wie man will. Sorry, dass es jetzt so leckt. Ich habe keine Ahnung, warum das bei der Aufnahme gerade so leckt. Naja, okay. Ich habe da hinten mal ein paar Sachen aufgebaut, wie man sieht. Einmal hier so ein Creeper-Face und ja, da habe ich zwei Farben halt gemacht, einmal weiß und rot. Dann habe ich hier noch so ein kleines Gebäude hier gebaut. Und dann habe ich da noch einmal so ein Teil mit vier Farben gebaut, um die mal zu zeigen, wie die aussehen. Dann hier habe ich hier noch irgendwie so ein, naja, irgendwas habe ich da einfach reingebaut. Soll nichts wirklich Besonderes darstellen. Und dann noch dieses. Ja, und dann habe ich noch das hier gebaut. Das finde ich sehr geil eigentlich, weil ich finde dieses Runde und dann, wenn da ein Portal ist. Ich habe das immer früher gemacht, als ich den Mod noch nicht kannte. Habe ich, wenn ich solche Portale machen wollte, immer halt mit Wasser gemacht, aber so ist es natürlich viel geiler. Und ja, wir können damit halt ganz normal in die Hölle. Ich gehe jetzt einfach mal in die Hölle. Mit diesem Portal. Ich hoffe, dass in der Hölle jetzt nicht zu doll leckt. So, und wie man hier sieht, das Portal habe ich auch nochmal gefärbt. Das ist gelb. Und ja, wir gehen jetzt einfach nochmal zurück. Wo kommen wir raus? Bei dem gleichen? Ne, gut, bei diesem. Genau, was ich noch zeigen wollte, wenn ihr mit dem Feuerzeug einen Rechtsklick auf das Portal macht, also das könnt ihr machen, dann kommt hier so ein kleines Menü und da könnt ihr einstellen, also ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit zu dem Mod gehört oder ob das Standard sowieso so ist. Also da könnt ihr einfach einen Rechtsklick drauf machen und hier bei Redstone No Effect und Turn Off Only habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. Also könnt ihr ja mal rausfinden und dann in die Beschreibung schreiben oder so. Und bei Sounds, also es kommen ja diese Geräusche immer, die man die ganze Zeit hört. Im Moment hört man die nicht. Ich mach die mal kurz an. Da hört man sie. Und wenn man die jetzt ausmacht, dann gehen die auch aus gleich. So, jetzt hört man die nicht mehr. Und diese Partikel, diese vor dem Portal, die kann man auch ausschalten. Hier Partikels on und jetzt sind sie off. Jetzt kommen sie nur noch alle da rein und jetzt sind sie weg. Und ja, die sind jetzt bei jedem Portal weg, genau. Und ja, hier gibt es noch Teleport Time, Default und Instant. Ich habe aber auch nicht wirklich so eine Ahnung, was das jetzt bedeutet. Und ja. Ihr könnt die Portale nur im Radius von 50 groß setzen, also das konnte ich hier eigentlich gar nicht machen.
Aber das kann man in der Config einstellen. Das zeige ich gleich noch, wie das funktioniert, dass man seine gewünschte Zahl da eingeben kann. Und ja, das war's dann mit dem Ingame-Video. Hier sieht man noch so einen kleinen Bug. Also wenn dieses passiert, wie man hier sieht, ich mache mal kurz Tag. So, wenn das hier passiert, dann müsst ihr einmal da kurz das Quartal wegmachen und wieder hinmachen. Und dann ist dieser kleine Bug weg. Ja, das war jetzt das Ingame-Video. Und wenn euch jetzt noch die Installation interessiert, dann müsst ihr jetzt gleich noch die Installation sehen. So, wir sind bei der Installation. Und ihr müsst das erstmal auf diese beiden Links klicken. Einmal den Resogamis Modloader und der Enhanced Portals Mod. Hier sieht man nochmal dieses Gesicht, was ich nachgebaut habe. Und ja, bei Resogamis Modloader müsst ihr einfach runterscrollen, bis hier Modloader 1.2.5 steht. Und da müsst ihr einfach auf Download direkt klicken. Dann habt ihr den hier direkt gedownloadet bei Google Chrome. Und beim Enhanced Portals Mod müsst ihr ein bisschen runterscrollen. Hier sind nochmal ein paar Sachen, die ihr nachbauen könntet. Und hier steht jetzt Download Adfly und Download direkt. Ihr müsst auf Download direkt klicken. Und kommt dann auf Mediafire. Und da müsst ihr bei Enhanced Portal auf Download klicken und habt das dann auch hier direkt gedownloadet. So, dann habt ihr hier den Modloader und Enhanced Portals. Und ja, ihr öffnet als erstmal den Modloader. Und jetzt müssen wir mal ins Ausführfenster mit Windows-Taste und R. Und da geben wir %appdata% ein und klicken dann OK. So, hier ist jetzt der Punkt Minecraft-Ordner. Da klickt ihr einfach drauf und geht auf den Bin-Ordner. Und die Minecraft-Jar, das ist jetzt, beim Typ sieht man jetzt nicht, dass es eine Jar ist, aber ich habe es geändert, dass es ein Jar-File, dass es eine ZIP-Datei direkt ist. Und die öffnet ihr einfach, ihr macht einfach einen Rechtsklick, macht Öffnen mit, WinRAR. Und hier ist jetzt noch ein Meta-Inf-Ordner, ein großgeschriebener. Den müsst ihr auf jeden Fall löschen, sonst funktioniert dieser Mod und kein anderer Mod. Also sonst funktioniert dieser Mod nicht und kein anderer auch nicht. Also der muss immer gelöscht sein eigentlich. So. Jetzt markiert ihr alle Dateien aus dem Modloader, zieht sie rüber und klickt hier OK. Und könnt den Modloader jetzt schließen. Und jetzt öffnen wir dieses ZIP, also den Mod öffnen wir jetzt. Den Link zu WinRAR tue ich auch nochmal in die Beschreibung. Hier markiert ihr jetzt alle vier Dateien und zieht sie rüber. Klickt hier dann wieder OK. Und jetzt können wir die Minecraft Jar schließen und den auch. So, hier wenn wir jetzt zurückgehen, sehen wir noch diese Dateien nicht, okay. Ja, jetzt müsst ihr einmal Minecraft kurz starten. Mach einmal Login. Und wie wir sehen, bildet sich jetzt eine Config, ein Config-Ordner. So, jetzt können wir Minecraft wieder schließen. Und wir gehen jetzt mal auf diesen Config-Ordner. Und hier ist jetzt einmal Modloader und Mod Enhanced Portals. Den Mod Enhanced Portal machen wir einen Rechtsklick und dann mit Edit White Notepad++ öffnen. Den Link dazu stelle ich euch auch nochmal in die Beschreibung. Und ja, hier steht jetzt einmal in Zeile 12, maximale Portal Sites ist 50, also ein Radius von 50 könnt ihr da machen. Und da könnt ihr jetzt irgendeine beliebige Zahl hinschreiben, beispielsweise, ja, 500 sollte auf jeden Fall reichen, also da könnt ihr eigentlich ziemlich große Portale bauen. Ich weiß gar nicht, ob das umso mehr das steht, ob das dann irgendwie, ob der PC dann mehr ausgelastet wird oder so. Das könnte nämlich sein, weil bei mir hat es vorhin ziemlich geleckt, deswegen. Also müsst ihr mal testen, wenn ihr da jetzt irgendwie 10.000 hinschreibt dann und es bei euch ziemlich doll leckt, dann solltet ihr das mal ein bisschen runterdrehen und gucken, ob es da nicht mehr leckt. Also, ja, ich lasse es aber jetzt auf 50. Ja, so. Und dann klickt ihr oben einfach auf dieses Speichern und könnt das hier schließen. Schließen, so. Und schon könnt ihr in-game mit diesem Portal, also die Portale so benutzen und den Mod so benutzen. Und ja, das war's dann mit diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, macht doch einen Daumen nach oben, abonniert uns, kommentiert das Video, wenn ihr noch Fragen habt. Und wenn ihr noch Tutorial-Wünsche habt, könnt ihr auch nochmal ins Kommentar schreiben oder eine PN. Wir versuchen es dann umzusetzen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!